Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut über Games for You. Und wir haben ja die Gnadenfrist. Wir haben ja gerade mal erst die erste Hälfte der Saison überstanden. Guck gerade mal, habe ich hier die Karten schon verbraucht alle? Die haben wir trainiert auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, dann geht's mal ab ins nächste Match. Jupp. Und hoffen's Beste. Auswärts sind wir eigentlich besser als daheim. Ich glaube, den einzigen Sieg, den wir eingefahren haben, das war auch auswärts. 49% denken, die Eisbrecher gewinnen. Die haben sich mittlerweile auf Platz 3 hochgeschoben. 19% glauben an den Unentschieden und 32% daran, dass wir gewinnen werden. Na, da wollen wir die mal nicht enttäuschen. Gucken wir uns mal die Perspektive heute an. Das Rumgewatschele. Okay. Es geht also darum, wo der Ball sich rumbewegt. Das sind keine Laufwege, sondern Ballwege im Grunde genommen. Wie abseits. De Gois. Doyle, sehr schön. Walter gibt zu Hermann. Hermann liegt vor zu Casco. Casco schießt und vorbei. Schade, hätte aber auch ein Tor werden können. Galetti. Hermann schießt. Oh, auch knapp vorbei. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass hier so Druck aufgebaut wird, schon von Beginn an gegen die Eisbrecher. Smeets. Kuba. Oh Leute, wow, da war Ulrich nicht dran gekommen. Dadurch das Tor leider. Ist über Ulrich hinweg, die führen nur mit einem, das stimmt schon. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf, hier abzusteigen. Galetti hält einfach mal drauf, aber immer einen Tick daneben. Das ist natürlich schade. Hermann, ja, okay. Boah, vorbei. Steht alleine vorm Tor und vorbei. Das gibt's ja wohl nicht. Vor allen Dingen haben die hier, wie ihr unten schön sehen könnt, nur eine Flanke und einen Kopfball gebraucht, um ein Tor zu schießen. Viel effektiver als wir hier. Mit unseren 1000 Schüssen. Galetti, oh schade, Ziegler ist am Ball. Collette wurde unfair getrennt, Schipper ist am Ball. Ulrich hat ihn weg und Casco klärt. Wir müssen unbedingt hier den Ausgleich schaffen. Wieder eine von diesen Flanken, aber diesmal hat sie Ulrich. Casco. Robinson. Sehr gut, Doyle. Ah! Gibt's da nicht. Schon wieder der Gegner am Ball. De Gauss, Roloff Richtung Hermann. Hermann ist sogar dran und schießt direkt. Aber McGregor einfach gefangen. Gar kein Problem hier. Grimaldi und Walter gefoult worden hier. Kann der Hermann ausführen. Mal gucken, was passiert. Ziemlich hoch geht er rein. Galetti und Tor. Ausgleich. Super. Was ein Ding. Es war kein Kopfball. Das will ich nochmal sehen. Nee, der hat einen Volley gemacht. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Grimaldi. Hackentrick zu Kassim. Der zu Frohloff dann. Frohloff spielt zu Walter. Walter ist ja richtig schnell mittlerweile. Schlecht vorgelegt, aber was soll's. Riesen. Zu Grimaldi. Grimaldi wieder zu Walter. Was macht Walter? Ist die Frage, der spielt zu Frohloff. Olaf legt ein Stück vor, wieder ein Stück vorgelegt, ah, fast gut gewesen. Aber auch nur fast. Frohloff wieder am Ball, gut gemacht. Richtung Doyle, Doyle leitet weiter. Ah, hätte Galetti beinahe wieder eine Chance gehabt. Walter ist am Ball, spielt zu Cousin, was macht Cousin? Cousin hoch zum Flügel, Hermann hat den Ball, der macht die Flanke und Galetti wieder da, Kopfball, Tor, was für ein Stürmer-Duo. Wir führen 2 zu 1. Super. Das ist die Führung.
Wow! Ja, das kann ich auch nur sagen. Wow! Schon das zweite Tor von Galetti. In den Kommentaren hat es ja geheißen, wir sollen auch die Bank ein bisschen trainieren. Kann ich nachvollziehen. Das Problem, was ich halt im Moment habe, ist, selbst wenn unsere Stammelf noch nicht ligatauglich ist, dann nochmal aufteilen Richtung Bank mit den Trainingskarten, ich weiß es nicht. Wen können wir denn auswechseln? Doyle auf jeden Fall. Mal gegen Rosa. Packen wir auch gerade noch für den Casco hier Aubert mit rein. Und Colette tauschen wir mal aus gegen Carolini. So. Sturm lassen wir mal so. Die haben schön harmoniert. So, jawohl, los geht's. Wir haben Anstoß, 45. Minute. Zweite Halbzeit ist gestartet. Galetti ist am Ball, De Goes. Knapp vorbei zum Glück. Der hätte auch reingehen können. Galetti. Schön ausgespielt, Walter. Robinson. Schipper. Ja, wurde gefoult. Unser guter alter Robinson. Richtung Carolini. Haben wir den nicht ausgewechselt gehabt? Schipper am Ball. Nein, 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 nein. Oh, danke, Ulrich. Super. Schön abgefälscht. Beziehungsweise abgewehrt. Rosa, da ist er, unser frischer neuer Mittelfeldstratege. Im Sinne von Fitness und so weiter, weil ist ja schon von der ersten Stunde ab bei uns. Hat er eigentlich ganz gut gedacht gehabt. Ist nur nichts draus geworden. 58. Minute. Einwurf für uns. 58. Minute gleich rum. Und wir führen. Das ist die Hauptsache. Und das vor allen Dingen auswärts. Warum können wir nicht zu Hause so gut spielen? Vorlauf lässt ihn einfach eiskalt stehen. De Goes hat aber was entgegenzusetzen. Ist am Ball. Spielt ihn hoch Richtung Strafraum. Ziegler ist am Ball. Das sieht nicht gut aus. Und da ist das Ausgleichstor. Oh. Da machen die einen rein. Also wir müssen auf jeden Fall die Führung holen, nach meiner Meinung. Wir müssen gewinnen, auch wenn die im Training nur gesagt haben, wir müssen ein Unentschieden spielen. Wir werden sehen. Gut, Galetti. Das war auch schade. Gerade wo man ihn lobt, wird er getrennt. So. Roloff, Grimaldi, Galetti. De Goes. Oh, was für eine Kombination. Scheiße, jetzt sind sie in Führung. Super toll. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie kann denn sowas sein? Und dann treten sie uns auch noch um, die Schweine. Kasim zu Walter. Walter direkt zu Bossard, leider. Schipper. Schön. Auch wenn es ein Foul war. Ich denke, das haben sie aber verdient. Der geht nicht direkt. De Goes zu Reis. Reis macht nochmal eine Flanke. Schipper. Aber Ulrich hat's. Den konnte er nicht vorlegen. Viertelstunde noch. Plus Nachspielzeit. Hermann tänzelt. Wird getrennt. Ziegler, Bossard, Gruber, Roman. Jetzt tricksen sie hier aber. Ach komm, so ein bisschen umrobben, das darf doch wohl sein. Ah, oh, nee, oder? Wie kann man vom Mittelfeld so ein Tor schießen? Oh. Es gab einem doch keiner. 10 Minuten noch und wir werden hier nass gemacht. Man merke, wir haben kurzfristig 2-1 geführt gehabt. Rosa, Mann, jetzt wird er hier gefoult. Schade. Gelbe Karte oder was? Auch gut.
Robert. Hoch Richtung Strafraum. Ach, hat über der McGregor. Was soll ich sagen? Scheiße war's. 85. Minute. Schipper. Oh nein, oh nein. Boah, gut, dass der vorbeigeschossen hat, der Riccardi. Wechsel nochmal. 2 Minuten noch. Ja, aber Sieg für die ist ja wohl schon drin, ohne Ende. Also da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr machen. Deswegen haben wir verloren. Frohloff gibt direkt weiter zu Riccardi. Ach Leute, Aubert. Das hat er gut gemacht. Carlini. Los Richtung Rosa. Rosa ist am Ball. Abpfiff. Ja, danke dafür. Schade, schade. Ja, Meisterschaft, da habe ich sowieso nicht mehr dran gedacht. Ja, ist mir auch klar. Ja, Transferschluss, super toll. Relativ uninteressant. Würde fast sagen, machen wir, gucken wir, dass wir hier mal trainieren und dann eine Woche Auszeit machen. Mal hier. Bisschen Technik. Und auch mal dick das Falsche trainiert. Trainieren wir einen Hermann auch. Lufttherapie als Joker. Walter auch nochmal trainieren. Na komm. Trainieren wir mal den Melo ein bisschen. So, dann lassen wir eine Woche rumgehen. Gucken wir mal kurz, wie fit sind die wirklich? Passt. Eine Woche hat gut getan auf jeden Fall. Gehen wir gleich gegen die Meistertribbler ran, gegen den Führenden im Moment. Ach nee, was? Geht noch eine Woche? Gucken, ob die jetzt wieder fit sind. Er ist auf jeden Fall auch wieder ein bisschen erholt. Den haben wir im Moment auf der Bank. Huber braucht auch noch jede Menge Frische. Gut, gut, dann auf zum Stadion. Ich denke, Fitness ist ein ganz großes Problem oder Thema im Moment. 53% glauben, die Meistertrippler gewinnen. 17% glauben, und unentschieden. Und 30% denken, ja, wir gewinnen. Also es soll so oder so ausgehen, aber ein Unentschieden wird es wohl keins. Gucken wir uns mal hier die Wolkenstürme an, unsere direkten Konkurrenten. Sehr gut. Grimaldi, Collet. Costa. Schurmann. Rubio. Collet gut gemacht. Robinson am Ball. Spiel zu Galetti, Galetti zu Walter, Hermann. Die kommen mir insgesamt viel frischer rum. Doyle. War relativ hoch, aber nur Gegenspieler dran gewesen. Union Zuversicht führt. Kann den Meistertribblern nicht gefallen. Ich denke, dass die beiden nämlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Wir müssen nur den Platz von den Wolkenstürmern bekommen. Schon ist die Sache geritzt. Die haben wir geklärt. 10 Minuten sind gespielt. Ulrich, super gemacht, den hast du. Tor, super. Wolkenstürmer gewinnen schon mal nicht. Weil es geht ja auch nicht darum, sich irgendwie international zu qualifizieren oder sowas. Oder für Pokale oder dergleichen.
soweit ich weiß. Von daher ist die Platzierung vollkommen egal. Entweder Meister oder Nicht-Abstieg. Eins von beiden. Das ist das Wichtige. So, Herrmann schießt einfach mal wild drüber. 20 Minuten gespielt, knapp. Arnold, Ferguson. Ferguson passt zu Berger. Was macht Berger? Spielt auf dem Flügel. Costa. Oh, Frolov gleitet da zum Ball. Hat ihn eigentlich auch ganz gut gespielt. Nur sein Mitspieler hat da nichts mehr draus gebastelt. Ulrich macht einen Abstoß. Mal gucken, wo er ankommt. Beim Gegner leider. Berger schon wieder da. Oh, knapp vorbei. Knapp, knapp Glück gehabt, würde ich fast behaupten wollen. Galetti. Doyle. Ach, nicht weit genug nach vorne. Aber gut gedacht auf jeden Fall, die tiefe Hereingabe. Šaškov. Ulrich hat den doch, ist doch kein Problem. 30 Minuten gespielt. Galetti, Walter. Ja, Walter, was machst du jetzt? Spielt wieder zurück. Weiß nicht, zu wem er spielen soll, außer zu Frolov. Frolov spielt zu Kasko. Kasko wurde nach meiner Meinung gefoult, aber es interessiert ja keinen, was ich denke. Berger. Frolov. Grimaldi. Walter. Oh, Galetti wieder gefoult worden. Was soll das denn? Walter auch. Die spielen ganz schön rabiat, die Schweine, und keinen interessiert. Hermann auch umgetreten worden hier. Kasim kommt zu Walter. Super. Auf den Flügel. Walter bringt ihn hoch rein. Aber Arnold kommt zum Kopfball. Costa, der Gegner am Ball. Berger. Oh Leute, Collett, Doyle. Oh. Pass auf, Schurmann. Oh Mann. Sehr gut. Ah, Rubio, Grimaldi. Was hat er da für ein Wunder vollbracht? Ist umgetreten worden. Von hinten gegen das Bein. Unfair. 1 Minute Nachspielzeit. Ich würde mehr geben, aber was soll's. 1 zu 0 immer noch gegen die Wolkenstürmer. Das heißt, beim momentanen Stand, vor allen Dingen gegen den Führenden, stehen wir sehr gut da. Würde auch sagen, das lässt sich gerne so weiter behalten. So, wupp, wupp, wupp. Schon mal ein kleiner Teilerfolg. Hermann, versuchen wir mal auszuwechseln gegen Cataneo, damit er mal ein bisschen drauf hält. Nee, nicht, ich will raus, danke. Offensiv bis zum Ende. So, die Wechsel sind fast durch. So, Grimaldi, Casco, Cattaneo. Grimaldi, Rubio. Nein, 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 Ulrich. Da hat er den Costa zum Kopfball kommen lassen. Oh Mann, 59. Minute, Schmitz Vorlage, Costa Tor. Na, Galetti, oh Gott, der wäre beinahe reingegangen. Ihr habt es gesehen, Ecke rausgeholt, toller Schuss. Aubert, Rückpass. Aubert wurde gefoult. Meiner Meinung nach wäre das hier eigentlich ein Elfmeter gewesen. Wie er ihn umgecheckt hat, habt ihr es gesehen, wie geil. Und die Wolkenstürmer machen jetzt ein Unentschieden natürlich da draus aus der ganzen Sache, super toll. Oh, gelbe Karte, sehr gut. Leider nicht nochmal derselbe, der vorher schon eine bekommen hatte. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ah, Machado, Grimaldi, Spiel zu Galetti, Galetti vor und Cattaneo macht das Tor. Die Einwechslung hat's gebracht. Unentschieden. Ausgleich. Ausgleich, Mann, sagt auch der bewundernde Fan. Gut, dass wir ihn gebracht haben. Und vor allem, wie er goldrichtig gestanden hat. Noch ein Tor, Leute. Das wären super wichtige 3 Punkte. Collett Richtung Rosa. Rosa spielt wieder vor. Cattaneo, oh, drüber diesmal. Aber wieder super gestanden. Was für ein Positionsverständnis, das er da hat. Bin begeistert. Schurmann.
Breidel. Das wird gefährlich. Costa auf den Flügel. Ferguson bringt ihn wieder rein. Schmitz am Ball und macht das Tor. Da ist das Tor leider. Führung für die Meistertrippler. Wolkenstürmer gleichzeitig auch in Führung gegangen. Was soll das? Wie sollen wir da rankommen? Das sind doch die, die nur 8 bzw. 3 Punkte von uns weg sind. 8 Punkte insgesamt haben. Oh Mann, das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Es gewinnt halt nicht immer der, der gewinnen soll, ne? Arnold sehr hoch und weit. Schmitz schon wieder und da ist das nächste Tor. Was für Granaten die aber auch reinfeuern. Das gibt's doch überhaupt nicht, Leute. Also langsam rechne ich fast schon mit dem Abstieg. Das kann's ja nicht sein. Galetti hält mal drauf, lässt ihn einfach nur abblocken. Šaškov, Machado. Costa ganz alleine. Und da ist er wieder geschlagen, fast. Zum Glück übers Lattenkreuz gegangen. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's. So, Rosa. Für Casco, super. Robinson ist nach vorne gelaufen. Er trickst ihn aus. Bringt er ihn jetzt hoch rein, ist die Frage. Nein, er holt den Einwurf raus. Das ist immerhin schon etwas. 80 Minuten gespielt. Ich hätte gern, dass die Wolkenstürmer verlieren. Oh, 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 oh. Na, warum kommt da keiner von uns zum Kopfball? Grimaldi ist am Ball. Spiel zu Rosa. Rosa hat direkt verwandeln wollen. Nur geklappt hat's nicht. Šaškov. Schmitz, oh gut, dass da keiner mehr rangekommen ist. Ecke, wurde sogar noch abgefälscht. Grimaldi. Das Minicamp. Karaoke. Frolov. Šaškov. Schön haben sie es gemacht. Kasin hat versucht zu klären. Einwurf wird es keine. Ach schade, hat er noch schön ins Ausgebracht. 89 Minuten. Das werden wir wohl verlieren. Nicht so schön, aber auch nicht so schlimm. Breidel lässt uns ja kalt im Regen stehen. Collett ist am Ball. Spielt ihn hoch Richtung gegnerische Hälfte. Und da ist auch der Abpfiff da. Oh Mann. Wir können am Ende hoffen, wenn wir nicht rausgeworfen werden. Oder glücklich sein, dass wir nicht rausgeworfen werden am Ende. Rückhalt auch schon nur bei 51%. Und gleich das nächste Spiel gegen die Wolkenstürmer. Dann nehmen wir mal den Walter. Das wäre gut. Das eventuell. Machen wir Judo auch noch. Oh, es hat nicht gereicht für B. Gucken, was wir mit Grimaldi so Gutes tun können. Komm, komm, schießen hat er verbessert. Ist er jetzt Rang D? Immerhin etwas. So, Collett, können wir den verbessern? Sehr gut hier. Windstärke zugenommen. Auch ein bisschen besser. Würde aber trotzdem sagen, wir machen hier einen Cut an der Stelle. Ich denke, das hier ist somit so ein Entscheidungsspiel. Wolkenstürmer. Heftig, heftig. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.